Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: The Rocks Tochter unter Vertrag. Außerdem wird The Miz im WrestleMania Main Event nächstes Jahr stehen oder wird er kündigen? Und Matt Hardy wird wohl die WWE verlassen. Natürlich beginne ich heute wieder mit einem weiteren Match für die Unlimited Wrestling Show am 22.02. in Wernigerode. Das ist nächste Woche Samstag, also gar nicht mehr so viel Zeit hin. Also auf jeden Fall noch schnell Tickets kaufen. Und wir haben ein weiteres Match für euch. Und zwar haben wir ein 15-Mann New Dawn Rumble. Das heißt, wir stecken hier neue Unlimited-Gesichter und alte Unlimited-Gesichter, wie zum Beispiel auch mich, in diese Over-the-Top-Rope-Battle-Royale. Und das Schöne an unserem Rumble ist, dass die letzten beiden Verbliebenen einfach dann über Pin und Submission den Sieger erklären. Das heißt, dass die letzten beiden nicht mehr übers oberste Seil geworfen werden, sondern daraus quasi ein Single-Match entsteht. Und ja, das kann auf jeden Fall sehr spannend sein, deswegen auch hier wieder Tickets kaufen, Freunde. Dann hat die WWE ja jetzt angekündigt, dass sie im nächsten Jahr ihr WrestleMania wieder mal in Hollywood, Los Angeles, stattfinden lassen wollen. Und das ist schon mal wieder ein wenig interessant. Darüber gibt es nämlich ein paar Meldungen. Zum Beispiel die Tatsache, dass sie sogar dieses Jahr hätten auch schon nach Los Angeles gehen können mit diesem WrestleMania. Aber man hat sich dazu entschlossen, erst im nächsten Jahr das zu machen, weil der Super Bowl nämlich auch in diesem Stadion stattfinden wird. So wird der Super Bowl dann nämlich einen Zuschauerrekord aufstellen, den dann die WWE 2 Monate später brechen kann. Nur diesen einen Sinn hat es, weil man einfach mehr Zuschauer in die Halle bringen möchte als Football. Was aber auch irgendwie ein bisschen klar ist, dass man das immer wieder schafft, weil so ein Ring ist nun mal nicht so groß wie ein Footballfeld. Aber naja. Und zu dieser Ankündigung gab es schon wieder 2 interessante Fakten, denn Roman Reigns wurde interviewt und natürlich ging es darum, ob man denn nicht vielleicht irgendwie Match zwischen Roman Reigns und The Rock aufbauen könnte. Reigns fand das natürlich schon mal an sich eine sehr gute Idee und dass das sowieso ein Dream-Match der beiden wäre. Allerdings ist es ja auch so, wenn man dieses Match machen würde, wäre es ja bei dem WrestleMania dann extrem cool, weil es ja nun mal Hollywood ist und so weiter und da passt ein The Rock natürlich sehr gut rein. Also freut euch schon mal, WrestleMania im nächsten Jahr, Roman Reigns gegen The Rock um den WWE-Titel oder Universal-Titel oder sonst irgendeinen Titel, könnte auf jeden Fall sehr geil werden. Wer sich aber ebenfalls zu diesem WrestleMania geäußert hat, ist unser A-Lister The Miz und er meinte, wenn WrestleMania schon in Hollywood ist, dann muss er als A-Lister auf jeden Fall ins Main-Event und wenn er nicht im Main-Event von diesem WrestleMania steht, dann wird er kündigen. Ist natürlich eine sehr harte Aussage, aber mal schauen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. The Miz dort im Main Event zu sehen, wäre natürlich auch eine ziemlich coole Nummer. Für die heutige NXT-Episode wurde schon ein Number One Contender Match angekündigt, um herauszufinden, wer der nächste Herausforderer auf Jordan Devlins NXT Cruiserweight-Titel sein wird. Und da haben wir Angel Garza gegen Lio Rush. Beides ehemalige Cruiserweight-Champions und damit auch passend für diese Auseinandersetzung. Dann wurde in der aktuellen WWE Backstage-Episode bekannt gegeben, dass John Cena wiederkommt und zwar am 28. Februar bei der SmackDown-Episode und das ist nach Super Showdown, also wird er schon mal nicht bei den Saudis dabei sein, hatte sich ja auch eh schon mal gegen dieses ganze Saudi-Event ausgesprochen und ja, hier ist es also so, dass Cena wieder zurückkommt. Könnte man jetzt natürlich sagen, macht ja Sinn, wenn man jetzt ein Match in Richtung WrestleMania aufbauen möchte, aber auch das ist natürlich noch nicht klar, ob man das jetzt genauso machen möchte, um da irgendwas aufzubauen oder ob es nur eine einmalige Sache ist, denn diese SmackDown-Episode ist in Boston und deswegen könnte das eigentlich mit Cena schon passen. Kann aber auch sein, dass man was für WrestleMania aufbaut. Dann habe ich euch ja in der letzten Episode gesagt, dass die SmackDown-Episode aus der letzten Woche sehr gute Einschaltquoten bekommen hat und auch Raw konnte diese Woche wieder einen kleinen Anstieg verzeichnen. Die NFL-Season ist ja vorbei und damit verbunden schauen sich dann wohl doch ein paar Leute wieder mehr Wrestling an, wieder mehr Sport oder anderen Sport und da fällt man dann vielleicht doch wieder auf Wrestling. Man hat ja sowieso immer bei der WWE diese Ansage, während der NFL-Season gehen halt einfach die Einschaltquoten zurück, weil halt die Leute lieber Montag nicht Raw, sondern halt Football gucken. Und das ist jetzt auf jeden Fall dann erstmal vorbei und so steigen die Quoten wieder ein wenig an. Und apropos Football, die XFL hat ja jetzt am letzten Wochenende angefangen und die Einschaltquoten für deren Spiele waren auch sehr, sehr gut. Die Leute scheinen also doch noch Bock auf Football zu haben und haben auch kein Problem, ein anderes Produkt außerhalb der NFL zu gucken. Und damit ist die XFL dann doch relativ stark gestartet. Denn das schlechteste Spiel hatte 2,4 Millionen Zuschauer. Das ist so viel, wie Raw und SmackDown aktuell immer so hat. Und das beste Spiel hatte 3,3 Millionen Zuschauer. Das sind ordentliche Zahlen.
Ebenfalls eine weitere News zu New Japan. Auch hier immer wieder, ja, wir reden über die Globalisierung der WWE. Aber auch New Japan arbeitet weiter an dem Ausbau. So haben sie jetzt ein weiteres New Japan Dojo in Neuseeland eröffnet. Dort wird es im Mai Tryouts geben, um dann halt rauszufinden, wer denn die nächsten Stars für New Japan sein könnten. Dann zu All Elite. Da gab es ja diese Fraktion rund um Brandi Rhodes mit Awesome Kong und mit Mel und Luther. Und diese ganze Story wird wohl jetzt erstmal auf Eis gelegt. Hat was damit zu tun, dass Awesome Kong gerade wieder Dreharbeiten hat für die Netflix-Serie Glow und damit natürlich nicht jede Woche bei All Elite sein kann. Auf der anderen Seite hat man Brandi Rhodes jetzt schon ein bisschen facelastiger wieder eingesetzt in der letzten Episode, als Cody ausgepeitscht wurde. Und deswegen hat man wohl jetzt erstmal diese Gruppierung rausgenommen. Mit The Revival sieht es ja schon seit Monaten sehr schlecht aus, aber jetzt hat Dash Wilder auch noch seinen Twitter-Account gelöscht. Keine Ahnung, ob er einfach genervt war von den ganzen dummen Aussagen, Nachrichten rund um ihn, WWE hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall hat er seinen Twitter-Account gelöscht. Dann hat die WWE ein neues Mitglied ins Performance Center geholt, also einen neuen Entwicklungsvertrag unterschrieben. Und zwar für Simone Johnson, das ist die Tochter von The Rock. Man hat also einfach mal von der WWE die Tochter von The Rock in einen Entwicklungsvertrag gesteckt. Und damit startet sie jetzt im Performance Center, wird dann das Wrestling sehr gut erlernen. Und dann wird sie die erste WWE-Wrestlerin in vierter Generation werden. Dann wurde ja aus der dieswöchigen Raw-Episode Matt Hardy attackiert und damit aus den Shows geschrieben. Denn genau diesen Sinn hatte das Ganze. Matt Hardy hat schon über Twitter geschrieben, goodbye. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, denn Matt Hardys Vertrag bei der WWE läuft im März aus. Und wenn wir jetzt schon so eine Attacke machen, damit wir Matt Hardy aus den Shows bekommen, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass Matt Hardy wohl auch die WWE verlassen wird. Er hat ja in der letzten Zeit immer mal wieder Ideen gepitcht, auch dieses Broken oder Roken Gimmick wieder versucht in die WWE zu holen. Und das hat scheinbar irgendwie nicht geklappt. Oder man nimmt diese ganze Sache als Aufhänger dafür, dass Matt Hardy jetzt wieder durchdreht und halt wieder broken, woken wird. Das könnte man natürlich auch machen, aber aktuell sieht es wohl eher danach aus, dass Matt Hardy wohl keinen neuen Vertrag unterschreiben wird. Denn es gibt zwar Verhandlungsgespräche mit ihm, aber da kam bisher noch nichts raus. So, dann war es das erstmal mit den News für heute. Eure Meinung zu allen Themen gerne in die Kommentare. Daumen nach oben und natürlich auch Kanalmitglied werden. Wie meine neuesten Kanalmitglieder Dennis, Tiger Krug, außerdem MDS, Nico1311 und Jens Nation und RPJ1993. Vielen Dank für euren Support, Freunde. Und macht nicht mehr so lange. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.